Diese Africa Twin ist mein Tourenfahrzeug in den Norden Deutschlands. Am ersten Reisetag fahren wir nach Nettetal zum Hotel am Ried. Wir haben Traumwetter zum Fahren, besser könnte es nicht gehen. Am zweiten Reisetag geht es weiter nach Westoverlingen zum Gasthof Uhlendorf. Auch heute wieder schönstes Reisewetter. Wir fahren, obwohl das nicht so häufig ist, heute auf die Autobahn. Wir haben so rund 28 Grad und da ist der Schatten von den Bäumen recht angenehm.
Man genießt die Fahrt bei diesem schönen Wetter und sehr wenig Verkehr. Wir wollen hier in Emsbüren zum Mühlencafé. Nach unserer Stärkung geht es weiter in Richtung Papenburg. Das findet man auch nicht so oft, die Straße und Eisenbahn nebeneinander. Wir fahren hier zur Meierwerft, um etwas von den großen Schiffsbauten zu sehen. So groß habe ich mir die Schiffsbauten nicht vorgestellt. Das Riesengebäude hier links gehört alles zur Meierwerft. Wir biegen rechts ab nach Westoverlingen zum Gasthof Uhlenhof. Hier werden wir eine Nacht verbringen, um morgen weiterzufahren nach Bremerhaven ins Hotel Theaterplatz. Heute am dritten Tourtag geht es weiter in Richtung Bremerhaven zum Hotel Theaterplatz. Wir fahren entlang der Nordsee, wobei man leider durch die hohen Dünen wenig davon sehen kann.
unser Hotel Theaterplatz. Ein abendlicher Rundgang am Hafen von Bremerhaven. Heute geht es weiter in Richtung Büsum zum Hotel Dorfkrug. Der nächste Morgen fahren wir von Bremerhaven in Richtung Büsum. Wie ihr sehen könnt, hervorragendes Wetter. Und wir hoffen auch, dass es so bleibt. Links sehen wir die Umladestationen, die vielen LKWs, die hier Güter zum Abtransport zur See oder von der See abholen können. Auch hier, wie überall an der Nordsee, ein Riesendamm, der uns die Sicht auf die Nordsee verwehrt. Wir sind gleich in Büsum und fahren dort zum Hotel Dorfkrug. Man kann ganz klar erkennen, ein richtiges Touristenörtchen. Heute fahren wir weiter in Richtung Nübelfeld zum Landhaus Schütt. Eine schöne Straße entlang der Nordsee. Hier fahren wir an der Grenze zu Dänemark entlang in Richtung Flensburg. Wir sind in Richtung St. Peter-Ording unterwegs.
Leider können wir das Strandbad von St. Peter-Ording nicht besuchen. Es geht weiter in Richtung Husum. Auch hier wieder links nichts zu sehen von der Nordsee. Man riecht die Schweinezucht hier in der ganzen Gegend. Nach einer kleinen Ruhepause geht es weiter, bei jetzt allerdings bedecktem Wetter. Wohin das Auge blickt, Schiffe, Schiffe, Schiffe. Wir fahren in Richtung Schönberg. Meine Afrika Twin, mit der ich diese Tour gefahren bin. Es geht weiter auf unserer Tour immer schön der Ostsee entlang. Zur Insel Fehmarn.
Wir fahren weiter in Richtung Malente. Wir fahren weiter in Richtung Bankendorf zum Hotel Schlüter. Am Tourtag 8 geht es weiter nach Südstedt zum Landhaus Wegener. Ich hätte gerne mehr von Lübeck gesehen, aber leider war die Zeit zu knapp. Wir mussten weiter. Wir fahren in Richtung Klein-Süßstedt zum Landhaus Wegener.
Am vorletzten Tourtag fahren wir weiter in Richtung Lippstadt zum City Hotel. Das City Hotel in Lippstadt. Der letzte Tourtag, es geht nach Hause. Hier geht unsere Reise zu Ende. Ich hoffe, es hat den Video-Zusehern Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.